Willkommen zurück bei Haus Flipper. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wählen heute mal, das Fenster sieht immer noch so dreckig aus, ist es aber nicht, uns mit dem Luxury DLC beschäftigen. Habe ich selber auch noch nie reingeguckt. Ich habe keine Ahnung, was da genau jetzt Sache ist. Da habe ich echt noch nie reingeguckt. Aber ihr sagtet ja, da kann man viel verdienen, wenn wir uns das mal angucken. Hier, Konsorgen. Ein Schiffchen, eine Yacht. Gut, Yacht ist Luxus. Schiff Ahoy. Jimmy nutzte die Abwesenheit seines Vaters und organisierte eine riesige Party auf der Familienjacht. Er und seine Freunde hatten eine tolle Zeit, was man auch an dem Chaos sehen kann, das sie hinterlassen haben. Nun braucht der Partylöwe eine fähige Reinigungskraft, bevor sein Vater zurück ist. Glücklicherweise geht seine Welttournee noch eine Woche weiter. Oh je, kurz gesagt, hat die Yacht seines Vaters verwüstet. Akzeptieren wir mal, das ist sehr schön. Dann bin ich mal gespannt. Neutrale Farben sind zeitlos und daher perfekt für luxuriöse Innenräume. Aber was versteht ihr unter neutrale Farben? Helle? Wahrscheinlich eher sowas wie weiß oder grau, schwarz. Das ist wohl eher neutral, ne? Moonprise Bay. Auf jeden Fall wirklich die reinste Nobelgegend hier. Den bin ich mal gespannt. Das hört sich jetzt an, als wenn wir hier sauber machen sollen, aber kommt immer ganz drauf an, wie die Yacht aussieht, ne? Hat hier ja so ein bisschen Party gefeiert. My yacht! Technically my father's, but let's be honest, it's almost mine at this point. Last night I invited some friends over. The party was epic! I'm quite popular, you see? We had a blast. At least the parts I remember. Wait a sec. I've got a message. Told you I'm... Oh no! My dad is coming back earlier! All this mess, he cannot see any of it. Everything has to be cleaned as if nothing had happened here. No, no, no! My dad's records! They should be on the wall. You need to find them. They must be somewhere around here. Oh god, Dad is gonna be so pissed. I don't want to get in trouble. I know you can save my skin. Please. I'll pay you a little extra if you do help me. You will help me, right? Okay, Fadi kommt früher zurück. Die ganze Yacht sieht aus wie Sau. Fadi darf doch nicht sehen. Und den hat auch noch irgendwo Fatis Platten verschlammt, die irgendwo da rumliegen, die wir finden müssen, die müssen wieder an die Wand. Aber er ist bereit, einen Bonus zu zahlen. Kunden aus Moonrise Bay haben zwar mehr als genug Geld, doch auch sie müssen auf ihre Ausgaben achten. Darum geben sie dir ein bestimmtes Budget für die Renovierung ihrer Häuser. Du solltest es nicht überschreiten. Okay. Ja, den wollen wir mal gucken, ne? Den? Wo die Plotten sind, weiß ich nicht. Wir sollen hier auf jeden Fall, wir sollen sogar Sachen verkaufen. Ja, wo soll man hier anfangen, ne? Erstmal Müll weg, würde ich sagen. Ist kein Müll? Okay. Das ist auf jeden Fall Müll. Ey, 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 ey. Dafür will ich aber einen fetten Bonus, mein Freund. Dafür will ich einen fetten Bonus. Gut. Der ganze Kühlschrank wackelt. Der Kühlschrank ist anscheinend auch nicht mehr der neueste. Okay, dann bin ich mal gespannt, was wir hier an Geld kriegen. Die Bar sollte wohl mal beleuchtet sein oder so. Ah, das kriegen wir schon wieder im Griff. Das kriegen wir hoffentlich im Griff, solange das Geld stimmt. Alter, was hat denn der hier gemacht? Das war doch keine normale Party. Das war die reinste Sauforgie. Oh Mann. Okay. Gut, gut. Ich glaube, wir müssen jetzt Stück für Stück machen. Nur hier überall. Oh je, 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 je. Ja, Papi wird mit Sicherheit sauer sein, wenn er das sieht. Mit sehr großer Sicherheit wird Papi sauer sein. Okay, so, gucken wir erstmal nach dem Skillpunkt. Besser ist das. Ja, 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 Verbesserung da. Komm, wir haben schon wieder drei Stück, ich vergiss die ständig. So, das haben wir ja schon alles. Aufräumen um 25% schneller. Das hilft uns hier garantiert. Dann haben wir hier... Anforderung der Aufträge minus 5%, das ist auch nicht verkehrt. Und im Garten haben wir auch noch irgendwas. Sichtbares Unkraut auf der Minikarte. Ja, da habe ich auch nichts gegen.
Gut, gut, den machen wir weg, das Tablet. Wir sind hier noch nicht fertig. Naja, wollen wir dem Jungen mehr helfen? Hat ja, eigentlich hat er selber Schuld, eigentlich müsste er für seine Taten, was er hier angestellt hat, gerade stehen. Aber gut, es ist unser Auftrag. In dem Fall ist er Kunde. Kunde ist ja leider wie immer immer König. Was heißt wie leider? Gott sei Dank ist es so. Gut, Daumüll. Ja, hier liegt noch Müll. Kommen wir hier irgendwie raus? Und draußen lag noch Müll? Ja. Ah, draußen ist schon wieder extra. Okay. So, hier liegt noch Müll. Ich meine, Schruppen sollte ja nicht relativ schnell gehen. Das haben wir ja schon komplett hochgeskillt. Alter, was war denn das für eine Party hier? Selbst bei einer Party kann man zumindest darauf achten, dass nicht überall der Müll rumliegt. Gut, fangen wir erstmal an mit dem Schruppen, würde ich sagen. Ich soll ja auch Sachen verkaufen. Hier liegt auch noch irgendwo Müll. Ich habe 99% des Mülls. Irgendwo muss noch was sein. Unten ist wahrscheinlich wieder extra. Das hier ist kein Müll. Das hier auch nicht, ne? Mäh. Keine Ahnung, wo? Vielleicht hier zwischen irgendwo? Nee. Muss noch irgendwo ein Fitzel Müll haben. Frag mich nicht, wo. Ich habe keine Ahnung. Die Stühle sind soweit nett. Hier steht aber auch alles krumm und schief und ist dreckig. Da. Da, ich seh's. Kommen wir überhaupt ran? Jo. Gut, wir sollen auf jeden Fall den Herd verkaufen und den Kühlschrank fest. Der Kühlschrank fest ist garantiert das, jo, und das der, ne? Sehr schön, den müssen wir jetzt erstmal putzi. Ja, wie gesagt, das geht relativ fix, Gott sei Dank. Oh mein, Alter, wäre ich der Vater des Jungen, ich hätte den Kiel holen lassen. Ich hätte den so kielen holen lassen, der hätte die ganze Yacht schrubben dürfen, und zwar mit der Zahnbürste. Okay, hier muss noch irgendwo Dreck sein. Jetzt ist weg. Hier haben wir noch irgendwo Dreck. Okay. Da haben wir auch noch irgendwo Dreck. Da. Gut, hier vorne ist noch jede Menge Dreck. Oh, das kriegen wir auch weg. Na, dann bin ich mal gespannt, was wir hier an Geld für kriegen. Sehr schön. Gut, die Schränke sind leer. Machen wir dazu hier. Gegenstände kaufen. Kleiner Glaskühlschrank fest. Ich hoffe, dass er uns dort alles bezahlt. Geh mal auf Auftrag, mein Freund. So, Glaskühlschrank fest. Wir nehmen erstmal den Herd, oder mal? Nee, ich habe gesagt, wir gehen erstmal. Sehr schön. Der stand ja auch hier. Der müsste bloß andersrum. Da direkt nehmen. Den hat er wahrscheinlich kaputt gekriegt. Das muss ein neuer hin. Aber reiche Bubis können sich ja vom Taschengeld leisten, ne? So, wirklich sehr lütter Kühlschrank. Aber gut, wenn er es so will. Aber wir werden hier einmal kurz ein bisschen, zack, die Kerzen ordentlich hinstellen. So, die einmal ordentlich. Ich will hier eigentlich nur, guck mal, das können wir nicht so liegen lassen. Ich meine, wir bieten Service, Mensch. Da gehört sowas dazu. Sehr schön. Sollen wir den hier in die Ecke quetschen, oder wie? Wahrscheinlich. Wunderbar. Ich meine, die Gläser sollen wir nicht verkaufen. Hier klebt aber auch noch irgendwo jede Menge Dreck, wenn ich da mal nachgehen darf. Aber wahrscheinlich gehört draußen oder so noch mit dazu. So, das ist alles kein Müll hier. Weil hier innen drin sehe ich kein Dreck mehr. Das Geschirr kann er selber abwaschen. Die hier gehören bestimmt auch nicht so schief. So, den nochmal ordentlich. Also hier ist definitiv kein Schmutz mehr. Der gehört garantiert noch gerade. So, aber... ist wahrscheinlich hier draußen, wo noch Schmutz ist, ne? Ja. Erstens, hier ist noch Müll. Sehr schön. Und hier muss er noch irgendwo... Jo. Kriegen wir hin? Bis jetzt haben wir ja noch gar kein Geld ausgegeben fürs Budget oder so. Außer... da ist die Sache gekauft.
So, hier draußen ist auch alles fertig. Aber wir haben hier unten noch die Yacht. Hier oben haben wir zumindest schon mal alles sauber. Das war schon mal etwas. Den gehen wir hier mal runter. Oh no. What have they done to my father's anchor? My friends must have played with it at the party and now it's ruined. Restaurieren, die haben den Anker kaputt gemacht. Can you clean it? You have some tools for that, right? Wähle den Bereich des Möbelstücks, an dem du arbeiten möchtest. Okay, das ist neu. Wir müssen den Anker restaurieren? Aus Holz? Ist ein Anker nicht normalerweise aus Stahl oder so? It must be cleaned on every side. Dad cannot notice any trace of those damages, or I'm a goner. Ah, wir können auch die Kamera drehen. Okay, okay. Ja, dann müssen wir wohl mal sein Theater hier wieder in Ordnung bringen, sonst macht vor der Theater. So, hier ist noch ein bisschen. Wieso kann ich denn die zwei Pünüppel zahlen, nicht? Oben? Die gehen nicht. Ah, ist mal was anderes. Mit Q können wir wenden, okay. Dann wenden wir das gute Stück einmal. Irgendwie können wir wirklich die Seiten dann nicht, okay. Aber wir müssen den von hier ja auch noch machen. Das ist mal was Neues. Wait, what happened to the color? Can you fix it? Naja, das kommt durch Schleifen. You know, finished? So, nachdem du die Oberfläche des Möbelstücks vorbereitet hast, musst du die Behandlung wählen. Die Möglichkeiten hängen vom Baumaterial ab. Okay, europäisches Ahorn und das ist Farbe, ne? Hm, aber es sah ja vorher auch so holzmäßig aus, ne? Ebenholz, jetzt ist nur die Frage, welches Holz war das? War das das da? Nein, definitiv nicht. Wohl eher das da, ne? Naja, zumindest ich glaube, genau die gleiche Farbe kriegen wir nicht. Naja, dann restaurieren wir mal. Das ist nice. Das ist nice. Dass du Möbels restaurieren kannst und so. Bloß das Stück hier oben irgendwie immer noch nicht. Ich meine, es ist nicht original die gleiche Farbe, aber es sieht zumindest schon mal deutlich besser aus. Sehr schön. So, den müssen wir noch. Ach, die müssen wir extra machen. Alles klar. Oh, einmal andersrum. So, die Seiten natürlich nicht vergessen. Hier nicht vergessen. Haben wir alle Seiten? Einmal wenden das gute Stück. Genau. Sehr schön, dann machen wir jetzt auch die Farbe drauf. Das soll ja gleich aussehen. Das ist natürlich... Hätte ich nicht gedacht, dass es hier sowas gibt. Das ist schon nice. Oh, einmal wenden. Sehr schön. That was close. Looks like new to me now and my eyesight is way better than my dad's. Thank you. Okay, geschafft. Drücke Enter, um den Restaurierungsmodus zu verlassen und das restaurierte Möbelstück an einem perfekten Ort zu platzieren. Okay. Dann ist nur die Frage, hier liegt auf jeden Fall noch Müll. Wohin soll er? Hier in die Wand, oder? Wahrscheinlich hing er hier vorher auch, ne? Vermute ich mal. So, auf jeden Fall müssen wir hier einmal kurz. Das da muss weg. Sehr schön. Dann erstmal hier drin. Hier sieht es ja auch wieder perfekt aus. Das nochmal. So, Bett müssen wir eh gleich noch sauber machen. Ich hätte den so Kiel holen lassen. So, die Lampe ist immer ohne hin. Bitte. So, Müll ist weg. Kaputter Spiegel. Sind das die da? Die sollten wir vielleicht mal gerade hinhängen. Sehr schön. Kaputten Spiegel. Kaputt den Spiegel. Der da? Sollen wir auf jeden Fall verkaufen, ne? Aber machen wir erstmal kurz hier schnell. Wischiwaschi.
Sehr schön. So, der Weg, der Weg, der Weg. Sollen wir auch nichts Neues hinhängen? Okay. Das war aber definitiv noch nicht alles. Ah, im Budget sind wir noch, auch wenn es knapp ist. So, machen wir Tür zu. Hier ist aber nicht mehr. Hier war nur Aufräumen. Okay. Eine ziemlich große Yacht, ne? Naja, reicher Holt. Wer kann ich nicht machen? Nö. Mach mal die Schotten dich hier, Mensch. Man kommt doch nirgends voran. So, einmal ein bisschen schrubbi-schrubbi. Sehr schön. So, und ist hier auch schon erledigt. Aber wir haben hier noch. Hier ist auch noch mal ein Bad. Und das sieht hier wirklich etwas vollgemüllt aus. So, einmal Bootsy-Bootsy. Sehr schön, aber da ist noch irgendwas. Irgendwas fehlt noch. Hier fehlt noch ein bisschen, ne? Ja. Okay. Ja, bei dieser Yacht hier alles zu finden, ist eine Kunst für sich. Aber hier haben wir einfach alles. Wir haben ja noch die andere Seite, ne? Wenn ich mich nicht täusche. So, das ist... Das ist... Hier geht's hoch. Hier geht's mir noch runter. Okay. Das ist so eine Mega-Yacht hier, ne? So, den erstmal hier drin. Haben die hier nicht jeden einzelnen Raum gefeiert? Hier sind die Platten des Vorders. Er sagte ja, die fehlen. Die hingen wahrscheinlich hier, ne? Da gehe ich mal stark von aus. Sonst wäre die Beleuchtung ja nicht da dran. Hier sind auch mal Platten des Vorders. Den klatsch mal ran da. So, die Gitarre hing doch bestimmt auch hier irgendwo an der Wand, oder? Na, garantiert hier. Ah, so ungefähr komm hin, ne? Ungefähr. So, den stellen wir auch mal ordentlich hin. Das ist noch Müll. So, Müll haben wir weg. Den Verschmutzung reinigen. Okay. Sehr schön, sehr schön. Da komme ich manchmal echt nicht drauf klar, was der hier für ein Mist gemacht hat. Aber gut. Und hier ist auch einfach nur Müll aufräumen, Verschmutzung entfernen. Da ist Müll. Da ist Müll. Einmal Putzi-Putzi. Wie der kleine Lützi und der Bastard. So, und den haben wir hier noch, ne? Schotten dich. Am Fitnessraum haben die auch noch auf der Yacht, okay? So, aber der ist auch... Ach, das ist ein Spiegel. Ich dachte gerade, hier geht's weiter. So, aber das ist doch nicht alles. Irgendwas fehlt noch, oder? Ja, das Yacht-Cockpit fehlt noch. Das Yacht-Cockpit. Lass mich hier einmal hoch. Hier geht's hoch. Oben, oben. Habe ich gerade gesehen. Oh, yeah. Okay. Einmal weg mit dem Müll. Und Papi kommt ja früher nach Hause. Also scheint Papi irgendwie eine Art Popstar, keine Ahnung, vielleicht ein Hibbelhobbel. Irgendwas ist er auf jeden Fall. Irgendeine Berühmtheit, vielleicht ein Schauspieler, vielleicht heißt sein Vater ja Samuel Jackson, man weiß es ja nicht. Okay, muss noch irgendwo hier hin. Nee, das ist kein Müll. Hier muss noch irgendwo Müll rumliegen. Aber wo? Aber wo? Unterm Tisch, okay. Steh mal gerade hin, das Schmuckstück. So, den nehmen wir. Der macht hier Bootsy Bootsy. Alter, so versaut wie das ist, das wird's in Wirklichkeit gar nicht mehr sauber kriegen. Absolut nicht. So, alles sauber hier? Sieht so aus, ne? Haben wir alles? Ganzer Auftrag fertig? Mal gucken. Jo. Okay, Auftrag zu 100% erledigt. Dann bin ich mal gespannt, was wir kriegen. Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet, verdammt. Hätte ich mal machen sollen. Auf jeden Fall haben wir die Bude wieder sauber. Platten sind wieder an der Wand. So eine Mann ist geredet. Okay. Sehr schön. Wie kann man so eine Yacht, ich meine so eine Yacht,
können sich wahrscheinlich nur 5 Millionen leisten. Und die so verkommen lassen. Ich habe jetzt echt nicht drauf geachtet, wie viel Geld wir gekriegt haben. Verdammt. 2 Wannen für mich. Oder eine für mich und eine für meinen Freund. Toll. Aber ihr könnt auch zusammen eine Wanne, denn meine große nimmt. Ist doch viel gemütlicher. Neues Haus freigeschaltet. Erledige alle Jobs. Sie haben die Yacht freigeschaltet? Okay. Um neue käufliche und renovierbare Häuser freizuschalten. Schau auf deinem Laptop im Büro, um zu sehen, welche Häuser gekauft werden können. Auch nicht schlecht. Auch nicht schlecht. Geld haben wir, naja, so viel dürfte sich geben. Wir hatten vorher schon 201.000. War jetzt nicht so doll, aber war wahrscheinlich auch nur die Einführung, ne? Einmal kurz gucken, wie in der Yacht. Ich will mal wissen, was die kostet. Die muss doch jetzt irgendwo freigeschaltet sein. Da. 470.000. Okay. So, haben wir hier jetzt irgendwas Neues? Dot da. Was anderes gibt's hier nicht? Ne, nur dot da. Ein neues Kapitel. Moonrise Bay heißt Hiroshi und Yuna mit offenen Armen willkommen. Dieses junge Computertechniker-Pärchen, die beide in der Stadt arbeiten, suchen nach einem eigenen Zuhause. Ein paar Freundinnen dagegen haben sich entschieden, dem Paar ihre unprofitable Druckerei zu verkaufen. Jetzt benötigen die beiden Neulinge noch etwas Unterstützung, damit sie einziehen können. Na, bin ich mal gespannt. Wollen wir dir mal ein schnuckeliges Zuhause machen? Ja, neutrale Farben sind zeitlos, wissen wir. Okay, dass das mal eine Druckerei war, sieht man. Aber anscheinend haben sie hier mehr rumgeschludert als gearbeitet. Das sieht ja schlimm aus. Das sieht ja sehr schlimm aus. Aber gut. I've heard you're just starting in Moonrise Bay. But it shouldn't be a problem. So are we. As one expected, with the new chapter in our life comes a new apartment, which is in the crying need for a furniture update. We'd like to have a simple, cozy loft here. That's why we didn't even look for anything bigger. Quality over quantity, they say. Although it would be nice to have a second bathroom upstairs. We also have one special request. I'll tell you more about it when you're done with the cleaning. Sie haben eine besondere Bitte. Ich erfahre mehr, wenn ich sauber gemacht habe. Okay. Auf jeden Fall wollen sie eine kleine, gemütliche Loft und ich stecke im Fahrstuhl. Okay. Ich bin an der falschen Tür. Aber hier soll ich das auch sauber machen. Okay. Ja gut, ist eine Loft. Hier wohnen mehrere Leute. Aber den Flur haben sie ja auch schon ganz schön verkommen lassen, ne? So, der Flur wäre auf jeden Fall sauber. Ich vermute mal, das ist die richtige Tür. Das ist ja nicht zu übersehen. Jo. Gut, eins nach dem anderen. Eins nach dem anderen. Treppe ändern, Fenster ersetzen, räumen den Müll auf. Okay, kümmern wir uns erstmal um den Müll. Ist das hier Müll? Jo. Das ist Müll, das ist Müll, das ist Müll. Hier alles Müll. Die Pflanze ist Müll. Das ist kein Müll? Nee. Das schon? Das bestimmt auch? Jo. Das ist nett. Das hier. Fenster ersetzen. Ah, einfach anklicken. Gut, aber eins nach dem anderen? Sehr schön. Irgendwie mag ich die Musik, die hier gerade im Hintergrund läuft. Okay, das ist nix Müll. Das ist nix Müll. Hier auf dem Tisch noch Müll. Nein. Nein. Stuhl nix Müll. Pizzakartons sind Müll. Das war Müll. Das ist Müll. Das ist nit. Hier auf jeden Fall schon. Okay, das ist Müll. Das ist Müll. Der ebenfalls. Das nicht. Was sind das? Alte Druckerrollen oder? Hier ist noch Müll. Wieso verkaufen die eigentlich nur völlig verdreckte Wohnungen hier? In Wirklichkeit kriegt man doch auch saubere Wohnungen gekauft. Das ist Coinmüll, die wiederum schon. Der nett. Hier liegt doch bestimmt auch noch Müll, ne? Yep. Der PC auf jeden Fall nett. Das auch nett. Die Bilder sind auch nett. Da liegt noch Müll. Hier ebenfalls. So, hier haben wir noch Müll. Da haben wir noch Müll. So, wir sind bei 98%. Irgendwo muss noch Müll liegen.
Die Frage ist jetzt, wo? Bilder und so sind auf jeden Fall kein Müll, das Sofa auch nicht. Wir müssen irgendwo Müll übersehen haben. Vermutlich in irgendeinem Regal oder so. Das hier sind was kein Müll. Aber wie gesagt, die sind auch kein Müll, das würde man sehen. Die Treppe ist kein Müll oder gehört das oben mit dazu? Nein, hier ist extra. Hier oben ist definitiv extra. Hier vielleicht sehe ich den Müll noch, wenn ich sauber gemacht habe. Den schrubben wir erstmal. Hier ist ja jede Menge zu schrubben. Er müsste mir den Müll doch eigentlich anzeigen auf der Map, oder? Hier ist überall Dreck. Hier ist mal irgendwo Dreck. So, hier klebt noch Dreck. Aber jede Menge. Oben garantiert auch noch. Yo. Das war kein Müll, ne? Ne, da hatte ich geguckt. Da hatte ich geguckt. So, der Tisch ist noch verdreckt. Hier haben wir noch Dreck. Da liegt noch Müll. Ich sehe ihn. Sehr schön. Wunderbar. Den Müll haben wir weg. So, haben wir jetzt alles hier putzi-putzi sauber? Oha, ich glaube, das gehört da oben zu, ne? Da werden wir aber, glaube ich, ein Gerüst brauchen oder so. So, eins nach dem anderen. Erstmal, ich würde sagen, Fenster ersetzen. Oh, nein, ist okay. Ist auch neu, ne? Dass man Fenster einfach so ersetzen kann, ging in den alten Häusern nicht. Da musste man sie schon verkaufen und neu reinbauen. So, macht er quasi die gleichen Fenster wieder rein, bloß heile holen, ne? Sehr schön. Treppe sollen wir noch ändern. Das geht ja so. Geländertreppe. Würde zu so einer Loft nicht also eine schwarze passen? Das sieht mir zu holzig aus. Das ist aber auch holzig. Ist alles holzig hier, ne? Aber die ist so schmoddrig. Wenn nimm die, die ist schon hell. Das Geländer machen wir in der gleichen. Obwohl. Nee. Das passt doch ganz gut. Erneuern. Sehr schön. Dann haben wir das nämlich auch. Halt, den können wir gleich behalten. Gegenstand verkaufen. Einfacher Tisch. Der ebenfalls, der ebenfalls. Das nicht? Nö. Den schon? Die Karten nicht, okay. Das auf jeden Fall weg. So, das Regal auch weg. So ist doch einfacher. Der soll weg, der soll weg. Dann soll die bestimmt auch. Ehe. Wunderbar. Das soll weg. Das soll weg, der soll weg. Der gute PC auch. Auch der Regal, das Regal, der Regal, Alter. Das Regal, mein Freund. So, der soll auch weg. Oh, wir machen das Dück fürs Dück. Der soll weg. Machen wir die Schotten nicht hier. Das soll weg. Das soll weg. Sogar der soll weg. Ich jetzt? Nee. Gut, die Steckdosen auf jeden Fall nicht. Der aber, die Tastatur, der Tisch, das ist eigentlich die komplette Einrichtung. Okay. So, wir sollen sogar die Türen mitverkaufen, wenn ich es richtig sehe. Ja. Yep. So, irgendwas fehlt hier noch. Verfolgungsjagdsammelzeuger verkaufen, Filmposter, die Muse. Kann das sein, dass die mit zu hier unten zählen? Ejo. Das hier ist aber schon extra. Sollen wir zwar verkaufen, aber das ist schon wieder extra. Verfolgungsjagd fehlt noch zweimal. Oh, hier ist doch keine Verfolgungsjagd mehr. So, auf jeden Fall noch die Deckenleuchten. Die noch. Die noch. So, jetzt fehlt nur noch zweimal Verfolgungsjagd. Hier unten ist aber partout gar nichts mehr. Die Bude ist leer. Ich meine, wir sollen das hier eh verkaufen, auch wenn es hier oben extra ist. Aber das zählt nicht zu unten.
ist denn Verfolgungsjagd? Hier unten ist ja gar nichts mehr. Der ist auch extra, ne? Ja, ja. Der ist extra? Habe ich hier irgendwas übersehen? Die sollen wir nicht verkaufen? Gegenstand verkaufen, Verfolgungsjagd. Ja, aber... Was ist denn die Verfolgungsjagd? Ich bin jetzt davon ausgegangen, dass das irgendwie Bild ist, was so heißt. Aber? Ich meine, das kann natürlich sein, dass das da oben mit dazu zählt, ne? Das glaube ich aber nicht. Da wird da ja Deckenleuchte stehen. Okay, eins nach dem anderen. Wir müssen sowieso, denke ich mal, wir sollen hier ja natürlich auch jede Menge Einrichtungen so reinballern. Wir kommen da ja so gar nicht ran. Wir brauchen Gerüst. Das heißt, wir legen die einmal kurz. Die stellen wir hier nachher wieder rein. Die sollen wir ja nicht verkaufen. Raus. Damit wir hier anständig ein Gerüst hinkriegen. Zack. Was ist denn das? We're not that good at interior design, so we've left some choices up to you. But to show you what style we like, we prepared a mood board you should be inspired by. Look around to find out what you need to work on at any given point. Ein Moodboard. Okay. Ein Moodboard, den gucken wir mal. Inspirationen. Unbelege wählen. Ach so, das wären also alles Sachen, die denen gefallen würden. Je, man könnte das so einrichten. Ach so, fenstermäßig. Ja, das wäre natürlich eine Idee. Wir dachten an einen Innenraum mit einem Hauch von Industrie, aber trotzdem warm und einladend. Wir hätten hier sehr gerne ein großes, gemütliches Sofa, um nach der Arbeit zu entspannen. Mit den Farben, okay, man kann es einrichten, wie man möchte, aber das hier wären so Inspirationen. Okay, eins nach dem anderen, das kriegen wir schon hin. Das ist aber auf jeden Fall nicht die Verfolgungsjagd. So, das da oben gehört wahrscheinlich nicht dazu, aber... Ich weiß auch nicht, was das ist. Ich brauche erstmal... Es gibt doch Gerüste. Gerüste. Wahrscheinlich nur Gerüst. Boah, ich glaube, hier können wir auch gleich da hinstellen, sonst kommen wir oben gar nicht an. Ja. Sehr schön, wir müssen doch einmal hoch. Ich glaube, das ist zu hoch, oder? Geht das so? Können wir von hier, von der Leiter aus arbeiten? Jo. Das ist sehr schön. Okay, das war eine Spur zu hoch, das Gerüst. Kommen wir so an die Fenster? Okay, okay. Hab ich mich in der Höhe verschätzt? Wich. Wir brauchen ein kleineres Gerüst. So bringt das nichts. Aber da steht auch nicht die Höhe bei, ne? Großes Gerüst, Gerüst 7 Meter. Wir nehmen einfach mal das Gerüst. Es sieht kleiner aus. Jo. So, damit wir hier die Fenster so gleich mitmachen können. Sehr schön. Ich glaube nicht, dass sie da rankommen. Wir müssen das Gerüst, glaube ich, noch einmal umstellen. Jo, da kommen wir nicht dran. Aber ansonsten kann man ja umstellen. Ich mag die Musik hier. So ein bisschen wie in einer Jazzbar, ne? Voll entspannt. Ah, Jazz ist ja auch eine Musikrichtung, die heutzutage so gut wie ausgestorben ist. Obwohl ich persönlich Jazz eigentlich sehr gerne mag. Ich meine, ich spiele selber keinen Jazz, aber ich mag es. Gut. Die gehen noch garantiert mit in den Verkauf, wenn wir schon mal hier stehen. Nein? Gehen sie nicht? Okay. Okay. So, ich weiß nicht, ob wir das Gerüst noch brauchen. Ich denke mal nicht. Wenn, dann können wir uns das wiederholen. Sehr schön. Budget haben wir jede Menge. Ich weiß immer noch nicht, was hier Verfolgungsjagd ist, was wir verkaufen sollen. Weil das komische grüne Klo ist ja schon wieder extra. Aber gut, wir werden uns dann erstmal um den Raum kümmern. Das machen wir dann aber morgen. Für heute sind wir leider schon wieder am Ende. Mal sehen, ich muss auch erstmal gucken, wie ich das hier am besten streiche. Sie wollen nur 9 Wände weiß haben. Mehr nicht. Aber mal gucken.
Ob ich nur den Bereich hier weiß streiche? Ah. Ich kann es ja selber machen, wie ich will. Die haben mir bloß Inspiration gegeben. Ah, mal gucken. Wir müssen noch ein bisschen mit dem Budget hinkommen. Wir müssen ja noch Küche und alles dazu kaufen. Das wird schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Bye, bye.